Und du bist Taxifahrer. Eine lange Geschichte. Dann schieß los. Ein Mensch ist tot. Und ein anderer befindet sich noch immer in Lebensgefahr. Wie es jetzt weitergeht, das hängt ganz von dir ab. Es geht hier nicht nur um den Tod eines Menschen. Ich verstehe nicht. Was ist das? Ich habe nachgefragt in der Klinik. Es gibt gar keinen Theodor Fischer im System. Angeblich wurde mein Bruder dort nie behandelt. Was soll das bedeuten? Er verheimlicht etwas und ich muss rausfinden, was das ist. Was mit dem Taxifahrer? Finn Fischer. Weißt du, warum er dort war, was er wollte? Was willst du? Wer bin ich? Ein Taxifahrer. Mit mächtigen Problemen, wie es scheint. Das war jetzt aber nicht wirklich kompliziert. Das war auch noch nicht die ganze Geschichte. Wir sind Chemcore und das war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch im nächsten Jahr erwartet. Im Alter von 12 Jahren haben wir mit dieser Webcam angefangen, unsere ersten Filme zu drehen. Aus dem kleinen Hobby wurde unsere Leidenschaft und größter Traum. Nach über 70 Kurzfilmen können wir sagen, wir sind bereit fürs Kino. Phantomschmerz erzählt die Geschichte von Finn Fischer, einem jungen Taxifahrer, der seit dem Tod seines Bruders unter schweren Schuldgefühlen leidet. Sein Bruder ist bei einem Autounfall gestorben. Finn war derjenige, der am Steuer saß. Und wenn er auch nur eine Chance sieht, beweisen zu können, dass vielleicht nicht er schuld ist, sondern vielleicht jemand anderes, dann würde er alles dafür tun. Ellie lernt in dem Film den jungen Taxifahrer Finn kennen, verliebt sich in ihn und die beiden haben eine schöne und sehr intensive Zeit zusammen. Bis Ellie irgendwann merkt, dass Finn etwas bedrückt und er ein Geheimnis vor ihr hat. Ich spiele Ben, einen Chirurgen, der eine Tochter hat, die er sehr liebt und die vor vielen Jahren eine Organspende brauchte, weil sie ansonsten gestorben wäre. Und es kommt in dieses Krankenhaus ein Patient, der im Grunde der passendste Spender überhaupt war. Und Ben trifft eine ziemlich extreme, heftige Entscheidung. Und viele Jahre später treffe ich auf Finn. Und durch die Begegnung mit Finn holt mich die Geschichte wieder ein. Und das hat traurige und ziemlich brutale Konsequenzen. Ich bin Hartmut Lehnert und in dem Film, da spiele ich den Kommissar Adler, der eigentlich ziemlich abgebrüht ist. Und dann kommt Ellie zu ihm und aber mit einer Geschichte, die er so auch noch nicht erlebt hat, wo auch am Anfang gar nicht so klar ist, was da eigentlich passiert ist und wo sich dann immer mehr so zusammensetzt, dass das eigentlich eine ganz, ganz besondere Geschichte ist, die da zwischen denen herrscht. Ja, die Idee zum Film entstand irgendwann um 6 Uhr morgens, wie viele unserer Ideen. Und ja, das Ganze sollte zunächst erst ein Kurzfilm werden. Wir haben dann das Drehbuch dazu geschrieben und uns ist recht schnell klar geworden, dass sich hinter der Story einfach so viel Potenzial verbirgt, dass wir unbedingt unseren ersten Kinofilm daraus machen müssen. Es geht um Organspende. Wir alle haben Menschen, die wir lieben. Ich habe auch Kinder. Die Frage ist nur, darf man diese Liebe das Leben eines anderen Menschen unterordnen? Haben wir das Recht dazu, Gott zu spielen? Wie weit würde man gehen? Wo sind die Grenzen? Bei der Entwicklung des Drehbuchs hatten wir schon sehr genaue Vorstellungen, wie es am Ende aussehen soll. Und deshalb war es wichtig, dass wir eine sehr klare Bildsprache verwenden, dass man beim Lesen sich schon direkt vorstellen kann, wie es am Ende aussehen soll. Ich denke, für einen guten Film braucht man einfach eine gute Geschichte. Und genau deswegen haben wir jetzt im Team schon seit über einem Jahr am Drehbuch geschrieben. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir sagen können, genauso können wir es drehen. Ich würde sagen, es gibt eine Menge Leute, die Filme machen. Es gibt auch eine Menge gute Filme. Aber meistens steckt eine Menge Kohle dahinter. Und hier gibt es Leute, die richtig gute Filme machen, die aber keine Kohle haben. Die wahnsinnig engagiert sind, die quasi ihre ganze Freizeit dafür investieren. Die Jungs haben es verdient, weil ihr Projekt auch verwirklicht wird. Und die Mädels natürlich auch. Meine Herren,
Sind Sie bereit? Es ist die letzte Gelegenheit, noch auszusteigen. Im Alter von 12 Jahren haben wir mit dem Film angefangen und mittlerweile knapp 70 Kurzfilme gedreht. Unser letzter Kurzfilm Revolve war auch gleichzeitig unser erfolgreichster Kurzfilm. Wir haben den Deutschen Kamerapreis damit gewonnen und waren unter anderem auch in Cannes. Entstanden ist Revolve innerhalb von einem Monat. Irgendwann mal nachts um 3:30 haben wir die Idee dazu bekommen. Wir dachten, wir können russische Roulette mit Flaschendrehen irgendwie mixen. Das fanden wir ganz cool. Und ja, wie gesagt, vom ersten Satz vom Drehbuch bis zum letzten Schnitt in der Post-Production verging nicht mal ein Monat und der Film hat nur 1000 Euro gekostet. Deswegen gehen wir auch sehr optimistisch jetzt in unser Kinoprojekt rein und haben eigentlich auch gar keinen Zweifel, dass wir auch mit geringem Budget was Schickes, was Geiles auf die Leinwand bringen können. Das sollte man unterstützen und ich würde mich freuen, wenn ihr da uns helfen würdet, diese Geschichte erzählen zu dürfen. Mir liegt sie auf jeden Fall sehr am Herzen und deshalb habe ich mich auch entschieden, diese Geschichte zu machen. Mit sehr leidenschaftlichen und coolen Jungs. Der Trailer, den ihr zu Beginn des Videos gesehen habt, ist in nur wenigen Tagen entstanden. Und um die Qualität auf einen Drehzeitraum von 40 Tagen beizubehalten, wenn nicht sogar zu toppen, benötigen wir eure Hilfe. Über die letzten Jahre konnten wir schon vieles an Ausrüstung zusammensammeln, aber wir wollen natürlich besser werden und müssen dem Kinostandard gerecht werden. Wir haben ein Drehbuch, wir haben die Crew, wir haben die Schauspieler. Ja, eigentlich könnten wir direkt anfangen, aber wir wollen einen Kinofilm drehen. Wir wollen uns einfach Zeit nehmen, dass dieser Film auch wirklich gut werden kann. Wir wollen über 40 Tage drehen und über 40 Tage die Schauspieler, die Crew irgendwo unterzubringen, zu verpflegen, das Equipment von A nach B zu befördern. Das kostet einfach etwas Geld und genau dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir haben Bock, was Geiles zu drehen und wir hoffen einfach, dass wir über Crowdfunding auch die Leute erreichen können, die einfach es satt haben, vielleicht immer wieder das Gleiche im deutschen Kino zu sehen. Und wir wollen was Mutiges probieren. Wir haben keine Redaktion über uns. Wir haben keinen, der uns sagt, hey Leute, macht das, das geht gar nicht, das könnt ihr nicht machen. Ihr entscheidet, ob ihr uns helfen wollt. Ihr entscheidet, was ihr im Endeffekt im Kino sehen wollt. Und wenn ihr euch für uns entscheidet, wenn ihr euch entscheidet, uns zu helfen, dann werdet ihr es nicht bereuen. Ja, wir drehen das Ding. Egal was kommt, wir sind bereit und die einzige Frage ist, seid ihr es auch?